Wie Du sagst, jetzt? 10 Minuten hast du noch. Jojo. Guck mal, wenn ich bei dir auf Stimme deaktivieren und plötzlich im Bluescreen müssen wir dann den Einstieg machen, ja? So, dann herzlich willkommen zur Liga E heute auf Donington. Ich bin der Friedrich Dehn von Falcon Performance Racing aus der Liga D. Und an meiner Seite habe ich heute die Ehre mit Hannibal. Hi. Moin Moin auch an unsere lieben Zuschauer. Schön, dass jetzt schon die ersten hier mit eingestiegen sind. War mir natürlich klar, dass hier gleich wieder am Anfang Schleichwerbung mit betrieben wird, ganz Friedrich Dehn-mäßig. Natürlich, immer. Das Ja, heute Liga Branding muss E. gehalten werden. Ja, ich weiß schon, von wem die Anweisung mitkommt, na, aber keine Sorge, Falcon Performance startet heute nicht, aber dafür haben wir heute wieder ein schönes, volles Fahrerfeld. Alle 14 Mann nehmen heute mit teil und gehen wir ganz kurz die Teilnehmerlisten mit durch. Das können Das wir ist machen, ja. einmal Phrenix Motorsport mit Nico Franken und Franz Schulz. Dann Brotherhood of Iron mit Sven Grützfeld und einem Neuzugang hier in der SSR, Toni Schramm. Dann Zobo Racing geht an den Start mit dem Oliver Zotz und dem Micha Josten. Und der Herr Josten ist auch ein Neuzugang hier bei uns in der SSR. Der gibt also heute auch mit seinem Debüt und hat sich hier auch mal ein super geniales Rennen mit rausgesucht. Fängt direkt mit einem speziellen Event an, mit einem Nachtrennen. Dann Firestorm, die absoluten Spitzenreiter momentan in der Teamtabelle auf Platz 1, ja, gehen an den Start mit Christian Wolf, der auch auf Platz 1 in der Fahrertabelle steht. Und Tobi Mante, der sich aktuell ein bisschen noch im Mittelfeld mitbewegt, aber heute die Chance hat, bei einem guten Ergebnis auf Platz 2 in der Fahrertabelle mit reinzurutschen. Dann Sirius Racing Team Ultimate geht mit Patrick Drees und dem Svenny Ostwind an den Start. Das WAZI Rookie Team mit einem Heinz Braun, der im letzten Rennen ein großer Überraschungskandidat mit war. Ich hoffe mal, der liefert heute wieder eine gute Leistung ab und sein Teamkollege ist der Marco Hürth. Und zu guter Letzt Team Revolution mit den altbekannten Leuten René Jahnke und Stefan Grubert. Das ist unser Fahrerfeld für heute, 14 Mann. Ja, Friedrich, mir fällt dir mal so spontan zu den Fahrern, die heute mit teilnehmen, so ein paar kleine Random Facts mit ein. Ja, also wir haben natürlich heute wieder unsere, sag mal so die klassischen Favoriten dabei, so gerade die Firestorm-Jungs, die du ja angesprochen hast schon, sind wir dabei, Christian Wolf, Tobi Mantei, die auch im Ruf, sage ich mal, heute eine gute Strecke vor sich haben. Dann haben wir natürlich wieder Nico Franken, Franz Schulz dabei, wo wir auch schon im Training sehen konnten, dass die Corvette hier gar nicht so schlecht läuft, also auch da kann man schon einiges erwarten. Und der Rest des Feldes sind ja die altbekannten Gesichter. Zum Teil, klar, ein paar Rookies haben wir dabei. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wird lustig. Liga E ist immer ein Garant für ein spannendes Rennen. Und ja, mal sehen. So, musst du jetzt aber trotzdem erstmal übernehmen, weil ich bin jetzt gerade dabei, hier unsere gesamten Fahrer einzuladen für heute. Da Genau. muss ich natürlich erstmal meine Liste mit abarbeiten, deswegen, ihr Ich dürft euch gucke jetzt erstmal erstmal in ganz den kurz Chat. mit dem Friedrich noch begnügen. Ich gucke erstmal in den Chat. Tobi Mantel schreibt schon mal guten Abend. Patrick Drees, also unsere Fahrer heute. Auch Yellow Paulo ist wieder am Start. Sehr schön. Ja, wir haben ja nach Liga F am Dienstag. Da durfte ich halt mir spontan die Ehre geben beim zweiten Rennen. Schon gesehen, dass Dubai, sage ich mal,
Eine Strecke ist, die zum Überholen einlädt. Gerade die Startphasen waren sehr, sehr spannend. Gab einige, sage ich mal, harte Gefechte unter den Fahrzeugen. Einige kalte Verformungen auch waren dabei. Und deswegen freue ich mich eigentlich sehr auf Dubai, wo wir dann so Leute haben wie Nico Franken und Franz Schulz, die bei solchen Startphasen häufig mal ordentlich was gut machen können. Zum Beispiel Nico Franken erinnere ich mich da, Monza. Wo er gleich, glaube ich, zwei Fahrzeuge oder so geschluckt hat vor der ersten Kurve. Also, das verspricht heute nur Gutes. Ansonsten natürlich auch heute das Nachtrennen, wie du schon angesprochen hast. Zwei unterschiedliche Uhrzeiten, das heißt einmal 19 Uhr, einmal 20 Uhr. Und auch da ist die Frage, wie die Teams sich da mit dem Setup ein bisschen abgestimmt haben, gerade was es den Reifen angeht. Dubai ist, sag ich mal, nicht gerade reifenschonend. Und da können wir schon mal sehen, also ob die Teams sich da auf die unterschiedlichen Uhrzeiten ordentlich eingestellt haben und auch ordentlich mit dem Reifen dann umgehen können. Gerade im zweiten Rennen wird das sehr interessant zu sehen, weil ich glaube, hier wird es nicht möglich sein, mit einem Satz durchzufahren. Und da werden wir bestimmt noch einige spannende Strategien finden. So, eingeladen sind sie auf jeden Fall und da sind wir ja gleich mal bei einer sehr, sehr interessanten Frage. Was ist denn eigentlich heute wichtiger und was sind denn so die Vorteile, Nachteile von dem heutigen Rennen? Wir wissen, wir fahren in der Abenddämmerung das erste Rennen bei 19 Uhr, aber wir haben dafür diesiges Wetter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich denn das überhaupt auf die Fahrzeugperformance mit aus? Ja, diesiges Wetter. Also so wie ich das bisher immer verstanden habe, war diesiges Wetter ja gar nicht mal so schlecht, weil es ja der Track da nicht so ganz so warm ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, das wird gut sein. Gerade in Dubai, wo es doch etwas wärmer ist, da fällt mir ein, dass ich vielleicht mal das metrische System anmachen sollte. Ja, also ich glaube, das wird gar nicht so schlecht sein für die Reifentemperaturen, wenn es ein bisschen kühler ist. Weiß ich nicht, vielleicht hast du da ein bisschen mehr Insider-Informationen noch als ich. Ja, diesiges Wetter bedeutet nicht immer automatisch kühlere Streckenverhältnisse. Das kann auch manchmal sich ein bisschen die Waage mithalten, dass die Temperaturen gleich bleiben oder sogar ein bisschen mit steigen. Es kommt immer noch ein Echt? kleines Krass. bisschen mit auf die Höhenmeter von der Strecke mit an, weil wir wissen ja, dass je höher man ist von der Streckenlage her, umso kälter wird natürlich dann auch die Umgebungstemperatur. Und gerade hier in Dubai, ist bei Tagesbedingungen, bei regulärer Startzeit 14 Uhr, ändert sich von der Temperatur eigentlich überhaupt nichts. Ne? Wir werden also heute so Streckentemperaturen zwischen 23, 24 Grad erwarten können im ersten Rennen und im zweiten 19 Grad. Also Aber das das ist schon ein ist. gewaltiger Unterschied. Also viele Teams, mit denen ich so gesprochen habe, meinten auch schon, dass sie mit der 20 Uhr Temperatur, sage ich mal, deutlich besser zurechtkommen als mit der 19 Uhr Temperatur. Und deshalb meine ich ja, das wird dann interessant zu sehen, welches Team das so auch so mitberechnet dann in den Reifendrücken und sonst was, weißt du? Also mal sehen. Ja, wollte ich ja eigentlich gerade mit fortführen. Das kommt dann auch ein bisschen mit auf Setting mit drauf an. Es gibt ja immer so noch die kleine Faustregel von wegen mehr Sturz, weniger Temperatur, Reifendruck ist mit entscheidend, Spurwinkel. Also gerade hier auf der Strecke ist die Physik und das Setup wahnsinnig entscheidend, weil hier lässt sich noch nicht ganz klar entscheiden, was denn heute hier überhaupt wichtiger ist. Ob mehr Abtrieb wichtig ist wegen den extrem vielen schnellen Kurven oder wegen diesen Highspeed-Passagen, die die Strecke wirklich sehr, sehr häufig mitbietet. Also wir haben hier viele Beschleunigungsecken mit, wo natürlich Leistung mitgefragt ist. Und ich denke mal, das hält sich so ein bisschen mit die Waage. Und da ist natürlich die interessanteste Frage aktuell, was wäre denn das Fahrzeug heute, das diese Vorteile am besten für sich ausnutzen könnte. Also mein Geld würde ich da heute ganz klar auf die Ruf und die Z4-Fahrer setzen. Also die Z4-Fahrer konnten ja schon beobachten, dass die sehr stark sind in Liga F. Ich erinnere mich da, glaube ich, an eine 53er-Zeit sogar. Und also da und auch die Ruf, sage ich mal, habe ich jetzt aus dem Buschfunk ein bisschen gehört, sollen sehr stark sein. Da würde ich auf jeden Fall vermuten, dass da heute die besten Zeiten zu sehen sind. Beim Bentley, das kann ich schwer abschätzen. Ich glaube, der Bentley wird sich in ein paar Kurven etwas schwerer tun. Der ist ja nur etwas schwerer als die anderen Fahrzeuge.
Und deswegen, aber wir sehen ja, wir haben viele Ruf, wir haben viele Z4, also ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen heute fürs Rennen. Ja, was den Bentley angeht, es kommt natürlich immer wieder so die altbewährte Diskussion mit auf dem Fahrer mit drauf an. Bentley, Dubai und ich, wir sind zum Beispiel absolute Erzfeinde. Und dann gibt es aber wiederum Leute hier bei uns in der DSR, die sagen, der Bentley ist für diese Strecke ein Top-Fahrzeug. Wir haben es ja schon in der letzten Saison mitgesehen, dass der Bentley in einigen Kurvenpassagen, gerade da auf der Nordschleife, wo er ja als Top-Auto gehandelt wird, als bestes Fahrzeug von allen in den schnellen Kurven, dann doch schon so ein bisschen seine Stärken mit hat, trotz des hohen Gewichts. Jetzt müssen wir eben nur schauen, kann man das denn jetzt auch auf diese Strecke mit projizieren, weil Wetter- und Lichtverhältnisse, Temperaturverhältnisse verschieben sich ja heute ganz extrem vom regulären Betrieb. Und klar, der Ruf ist überall ein sehr dominantes Fahrzeug. Aber ich habe natürlich immer wieder so ein bisschen Augen und Ohren mit offen gehalten und muss sagen, dass auch die Corvette überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Gerade der Franz Schulz hat jetzt mich die letzten Tage immer wieder überrascht über die Pace, die er mitgehen kann. Nico Franken hat dann noch so ein kleines bisschen rumgenördelt und da über Probleme mit dem Reifenverschleiß mitgeklagt, konnte das Problem aber heute relativ gut im Griff halten. Deswegen die beiden muss man auch auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben, die darf man nicht unterschätzen. Die beiden muss man aber immer auf dem Zettel haben. Also das ist wirklich, die haben vielleicht manchmal für einige das unterlegene Fahrzeug, aber die haben bisher in allen Rennen gezeigt, dass sie trotzdem immer fähig sind, noch in der Top 5 mitzufahren. Da hast du halt einfach auch diesen Fahrerfaktor, den du angesprochen hast. Und gerade auf Dubai, finde ich, ist der Fahrer auch sehr, sehr entscheidend. Keine einfache Strecke, technisch gesehen, für den Fahrer. Viele Kurven, die ganz komisch zumachen, die teilweise, wo die Radien sich ein bisschen verändern und so, und wo man auch viel Strecke ausnutzen muss, um ordentliche Zeiten zu fahren. Also ich glaube, das ist das Schöne an Dubai, die ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und wo du den Bentley angesprochen hast, also ich meine, man hat es ja gesehen, in Donington, in letzten Wochen, glaube ich, Liga C war es, da hat auch niemand die Bentleys wirklich vorne gesehen, und dann kam da so ein Yannick, der dann einfach mal mit dem Bentley der andere vorne rausfährt. Also da muss halt auch viel Fahrer, Fahrzeugstrecke, da muss auch viel zusammenpassen. Dann geht das auch mit jedem Fahrzeug da. Aber ja, sind wir mal gespannt, wie das heute wird. Ja, So, ich Moment. schaue gerade auf die Uhr, es ist 19:50 Uhr. Einstellungen haben ja schon alle durchgecheckt. Kann also direkt losgehen, ready for action. Und unser Fahrerfeld ist ja jetzt auch schon komplett mit da. Also Genau, ich bitte gehe einmal jetzt auf den einmal nochmal Startbutton drücken durch. und dann fangen wir an mit 10 Minuten Training. Genau, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier nochmal eine letzte abchecken, ob hier alles richtig ist. Aber das sieht gut aus. Ja, jetzt 13 haben wir doch schon alles Runden. vorkontrolliert. Und dann machen wir jetzt die Sitzung. Starten wir jetzt. Währenddessen begrüßen wir einen Roland Bayer, einen Holedauer 80. Also wieder alle am Start. Ja, Frau Holle, die ist natürlich auch immer mit dabei. Ist ja auch noch so ein kleiner Moderationslehrling, ne? Da kann sich also auch immer noch ein bisschen was mit abgucken, aber es sind ja nur nicht nur die beiden mit da. Wir können genauso noch mit begrüßen den Franz Schulz, da ist er auch noch aktuell mit dabei. Nico Franken schaut auch noch zu, wobei nicht mehr lange. Dann SimSport Racing hat sich hier mit eingeloggt. Es kann sich also auch nur wieder entweder um Nico handeln, der sich doppelt eingeloggt hat, Markus Kemp oder Oliver Schäfer. Auf jeden Fall, wer auch immer das ist, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Chrissy K1, auch ein Altbekannter hier. Flutschfinger ist mit dabei, ja, Daniel Appelmann, Yoshi, Basti Kurzer ist mit dabei, Lars Johnson, Patrick Drees nimmt ja heute mit dran teil. Also auch nicht allzu sehr auf den Chat mit konzentrieren. Pilot X86, Raven, Tobi Mantel, ja, du bist auch mit dabei und natürlich zu guter Letzt meine Lieblingszuschauer Yellow Paulo. Also Paul und Andrea, die sind natürlich mit unsere treuesten Fans. So, und da Genau, geht's aber am besten währenddessen gleich mal auf den beobachte ich Tobi schon mal Mantel den drauf. Franz Schulz erstmal. Der fällt gerade hinter seinem Teamkollegen aus der Box. Also hier das Corvette. Die beiden Corvette sind schön hintereinander in der Parallelfahrt hier raus. Und gucken wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Auch den Patrick Drees, den du schon angesprochen hast, der fällt auch schon mal aus der Box. Also alle fahren noch mal auf die Strecke, gucken so ein bisschen, wie ist der Grip heute. Ist die Technik richtig eingestellt?
und Tobi Mantai, du hast ihn schon angesprochen, von dem ich heute Großes erwarte, auch auf der Strecke, jetzt gerade im ersten Sektor. Und auch Sven Ostwind hier, der Teamkollege von Patrick Drees, geht jetzt auf die lange Gerade, wo ich heute viele Überholversuche erwarte. Die hat sich herausgestellt als sehr gute Überholmöglichkeit hier. Und da können wir gespannt sein. Aber anstatt erstmal alle aufzuzählen, wer denn alles auf der Strecke ist, ne, sind ja eigentlich fast alle, wer aktuell noch nicht auf der Strecke ist, ist Sven Kritzfeld, der ziert sich noch so ein kleines bisschen, der wurde dann jetzt vor seinem Star auf eine freie Runde, obwohl das ist jetzt die beste Möglichkeit. Und Marco von Hürth im Z4, der ist auch noch ein kleines bisschen medienscheu, da mischt er auch noch nicht so wirklich raus. Naja, die meisten, einige versuchen ja auch da erstmal. Wenn wir gehen, dann haben wir hier gerade eine schöne Kette, ein schönes Fahrerfeld, die eng zusammen miteinander fahren. Da gibt es auf jeden Fall schon mal ein schönes Bild für unsere Zuschauer. Auf jeden Fall. Also die werden sich auch gerade schon etwas in die Querung kommen am Ende der ersten Geraden. Also das war schon... Aber es wird ja alles zurückgesetzt. Und René Janke, ja, sind wir mal gespannt. René Janke, Stefan Grubert. Den Janke probiert hier nochmal die Zieleinfahrt, die Boxeneinfahrt, verpasst sie auch hier knapp. Den Janke, Stefan Grubert waren ja bisher immer etwas, sagen wir mal, nicht unbedingt zurückhängend, aber noch nicht so gut in den Ergebnissen, konnten nicht ganz vorne mithalten und jetzt vielleicht mal, könnte das heute mal ihr Tag werden mit einem Z4, der ja auf Dubai ganz gut geht. Also denen drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass die heute mal etwas weiter nach vorne gespielt werden. Genauso natürlich ein Svenny Ostwind. Und dann gucken wir uns doch einfach nochmal die wunderschöne Corvette von Nico Franken an. Mit dem schwarzen Heckteil hier. Und den in meinen Augen sehr schönen Heckleuchten. Und begrüßen die Angie 1984 und den Frank. Heute geballte Moderatoren-Power. Ja, das werden wir mal sehen. Wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Währenddessen, so wie ich das richtig verstanden hatte, wolltest du ja noch ein paar Interviews führen. Ja, das machen wir aber erst am Ende. Ja? Können wir machen, ja. Das können wir dann schon noch mitmachen. Auf jeden Fall kein Stress. Wir müssen jetzt nur erstmal gucken, sind die denn überhaupt noch hier auf der Strecke unterwegs. Wenn die lieber da ihre Runden fahren wollen, dann können wir das dann auch am Ende der Qualifying-Phase mitmachen. Genau, wenn wir dann wieder diese Daumenprozedur mitmachen, da haben wir 4 Minuten Zeit, um da mal so ein paar kurze, signifikante Fragen mitzustellen. Oder wir lassen einfach mal die Daumenmethode weg. Ja. Da können wir uns dann noch ein bisschen Zeit lassen, bis wir fertig sind. Und dann den Daumen mit drücken, das geht natürlich auch. Genau, der Chat kann mir mal dann bitte ganz kurz mal schreiben, ob der Ton, ich war jetzt schon mal in der Verfolgerperspektive, ich war jetzt schon mal in der TV-Kamera, ob der Ton von uns beiden und der Ton in-game okay ist, ob irgendwas zu laut ist. Ich hoffe natürlich nicht, aber es sollte eigentlich... okay sein, da wir heute keinen Regen haben. Aber wie gesagt, einfach kurz mal einschreiben. Also ich kann gleich sagen, was ich über meine Redelautstärke mit beschwert, da kann ich leider nichts dran ändern. Ich rede generell etwas laut und Mikrofonpegel ist bei mir eh schon auf Minimum. Also von daher, wenn es irgendwelche Beschwerden in Sachen Lautstärke gibt, wendet euch bitte an Friedrich. Genau. Ja, da kam doch schon die Meldung von Paul, Ton ist in Ordnung, also können wir auch gleich direkt weiterlegen. So, und Heinz Braun hat jetzt hier schon die erste Zeit mit hingelegt, eine 1,55371 im Z4. Jetzt müssen wir natürlich bloß noch mit gucken, ist das jetzt mit Lerntank gefahren worden oder mit vollen Tank, aber da legt Christian Wolf nochmal nach. 54,815. Also ich denke mal schon, das wird dann doch eher schon ein Rennsprit sein, wie es ja auch immer üblich ist. Ja, da können, aber sag mal so, in Liga F haben wir auch schon 54er Zeiten mit teilweise vollem Tank gesehen, also im zweiten Rennen relativ am Anfang schon. Das heißt, das ist hier definitiv möglich und auch im Christian Wolf traue ich heute eine 53er Zeit zu. Deswegen, also ich kenne wenige, die wirklich mit dem Quali-Setup ins Training gehen. Wäre natürlich interessant, aber ich glaube, da wird noch einiges nach unten, da ist noch Luft nach unten, wie man so schön sagt. Und auch Heinz Braun, glaube ich, da geht noch was.
Da muss ich aber an der Stelle auch mit anmerken, eigentlich fahren hier die wenigsten in verschiedene Setups fürs Rennen als zum Qualifying. Die ändern in den meisten Fällen eigentlich nur nochmal den Sprit fürs Rennen und ja, dann geht's rein. Also es sind eher die wenigsten, die hier fürs Qualifying separat nochmal ein Setup mit ausfuchsen. Das sind dann aber auch meistens mit die Überflieger, die generell immer an der Spitze mit unterwegs sind. Aber jetzt hier kleine Überraschung, der Kandidat Tobi Mantel von vorhin, den der heute großes zutraust und auch viel Glück wünscht, ist aktuell Trainingsschnellster. Ja, mit einem 1,54,6, da hat er auf jeden Fall schon mal gezeigt, wo Potenzial ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist noch nicht alles. Also Tobi Mantel ist einer der schnellsten hier auf jeden Fall im Feld. Zusammen mit Christian Wolf, den man ja auch ganz klar hervorheben kann, die tolle Entwicklung gemacht, glaube ich, das war Bathurst, war sein erstes Rennen und seitdem immer stetig entwickelt, auch stetig vorne auf dem Podium gewesen. Also die beiden sind hier das absolute Power-Couple und ich bin gerade auf Nico Franken drauf, 1,57,3, also ich bin der Meinung, ich habe schon mal eine 1,55er Zeit von ihm gesehen und wie man den Nico Franken kennt, da hat er auch noch ein bisschen mehr trainiert und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was der hier heute fährt im Qualifying. Ja, bei Nico war es auf jeden Fall gestern doch eher eine Wackelfrage gewesen, dass er heute überhaupt antreten kann, weil da gab es technische Probleme seitens Sony, die er nicht selber zu verantworten hat. Und da stand es noch nicht ganz fest, ob er heute antreten kann oder nicht. Und da hat natürlich auch dem Nico ein kompletter Tag zum Trainieren mit gefehlt. Sind viele, viele Stunden gewesen, wo er nicht in der Lage war zu trainieren. Ist natürlich etwas schade, hat heute dann nochmal alles mitgegeben. Ich war ja heute mit dem Nico den ganzen Tag zusammen und hab dann nochmal mitgeschaut, ob es denn dann doch nochmal was wird. Auf jeden Fall der Nico im Rennen, der scheint schon so ein bisschen seine Probleme mit in den Griff bekommen zu haben. Jetzt ist halt eben nur der Unterschied, jetzt ist Liga-Rennen in weniger als einer halben Stunde. Und wenn da natürlich Verkehr auf der Strecke mit unterwegs ist, das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Das stimmt, ja, das stimmt. Da hat er. Aber ich finde, Nico hat bisher eigentlich in den Rennen immer gezeigt, was man mit Leistung des Fahrzeugs nicht gut machen kann. Das kann man mit kontinuierlichem Fahren gut machen und wo wenig Fehler und das fand ich immer sehr beeindruckend. Auch Christian Wolf probiert nochmal die Boxeneinfahrt aus. Auf jeden Fall ein Thema, die Boxeneinfahrt im Liga F hat gezeigt, wenn man da zu schnell reinfährt, dann haut einen die KI gerne mal in die Wand und da kann man sich dann gerne mal das Rennen versauen. Deswegen gar nicht mal so blöd, hier nochmal die Boxeneinfahrt zu trainieren. Tja, wir haben aber auf jeden Fall mitgemerkt, auch heute bei unserer gemeinsamen Session, die Boxeneinfahrt ist schwieriger als er eigentlich aussieht. Die führt hier über eine kleine Kuppe rechts wieder rein und gerade dann die Fahrer, die zur Hälfte des zweiten Rennens, wo dann die Boxenstopppflicht mit herrscht, dann reinfahren wollen, da kann schon zu leichten Temperaturschwankungen auf der Achse mitkommen. Da bin ich sowieso gespannt auf die heutigen Taktiken und Strategien der einzelnen Fahrer. Du hast ja den Verdacht geäußert, hier auf einem Satz durchzufahren, ist nicht möglich. Ich sage mal, es ist generell möglich. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll? Das ist die Frage, ja. Und ich finde, heute ist es nur zu einem Teil sinnvoll. Also ich weiß, dass gerade vorne links die Achse, das Rad ganz, ganz schwer belastet werden wird. Und da auf einem Reifensatz durchzufahren, da muss man schon wirklich ordentlich Tempo rausnehmen. Und das lohnt sich dann auch nur, wenn man klar und deutlich in Führung liegt. Das bedeutet, heute ist auch die Startphase ganz, ganz entscheidend für die Zukunft der Strategie. Ja, das sehe ich absolut genauso. Also gerade der vordere linke Reifen hat hier absolut echt am Limit. Und ich glaube, also da muss man sich schon ein ordentliches Polster rausfahren und bei dem Feld wird das auch schwer. Also da so weit vorne wegzufahren, weil wir haben hier nicht so dieses, wir haben hier die Brotherhood of Iron, die sind
auch Top-Fahrer, die Firestorm ganz logischerweise auch Top-Fahrer und deswegen ist das, also ich sag mal so, das ist eine sehr, sehr risikoreiche Taktik und ich würde mal behaupten, die werden wir heute nicht sehen, aber wir lassen uns natürlich gerne überraschen. Aber es ist schon sehr auffällig, wie doll die Reifen dann vorne doch abbauen. So, ich bin dessen auf Nico Franken drauf, der in meinen Augen der erste war, der rausgefahren ist. Müssen wir mal. Ich hoffe, das ist der erste. Und dann werden wir uns gleich mal mit dem auf den Weg machen. Aber vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass die Reifen so schnell abbauen werden, dass du dann zu viel Zeitverlust hast. Aber mal sehen. So. Und weil wir ja gerade bei den Teams mit waren und bei dem Thema Topfahrer, ich ergreife mal ganz kurz die Gelegenheit und gehe nochmal die Teamtabelle mit durch von den Punkten her. Ja, Firestorm momentan dominiert das gesamte Feld. Die sind in der Teamtabelle an der Spitze mit 342 Punkten. Da ist gerade Brotherhood of Iron doch noch mit einem, naja, nicht unbedingt großen, aber mit einem Rückstand mit dabei, der sich bei dem Fahrerfeld schwer ausgleichen lässt. Das sind 307 Punkte, das heißt 35 Punkte Differenz. Dann Phrenix mit der Corvette, die kämpfen aktuell noch mit Brotherhood um den zweiten Aufstiegsplatz. Die sind nur 17 Punkte dahinter und die haben heute definitiv die Möglichkeit, sich vorzuarbeiten von den Punkten. Dann das Watzi Racing Team hat 257 Punkte, das heißt, die haben schon mal 33 Punkte wieder auf Phrenix. Team Revolution ist ganz, ganz knapp vor Sirius Racing Ultimate. Die haben gerade mal 16 Punkte Differenz, das heißt, die beiden Teams kämpfen momentan schon so um den Abstieg und wir sind mittlerweile schon bei der Saisonhälfte, das heißt, es beginnt schon so langsam die heiße Phase, wo wirklich jeder einzelne Punkt zählt. Wer mir ein bisschen leid tut, ist aktuell das Zorro Racing Team. Die haben 58 Punkte Rückstand auf den zweiten Absteiger und haben glatt 100 Punkte. Das heißt, die müssen heute liefern und da das Team im Z4 unterwegs ist und der Z4 sowieso schon hier ein heiß gehandelter Kandidat ist, haben die gute Chancen, gute Positionen heute einzufahren, um da den Rückstand zu verkürzen und eventuell am Ende der Saison nochmal richtig spannend da, um die Punkte mitzufahren und sich dann doch noch in der Klasse mitzuhalten. Ja, auf jeden Fall. Also die haben bisher immer zu kämpfen gehabt, auf jeder Strecke eigentlich. Und das könnte heute ihr Tag werden. Aber ich glaube, da wird auch ein René Janke, der kein schlechter Fahrer ist, oder den Stefan Gubert auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Wir beobachten gerade Nico Franken, der ist jetzt gerade im dritten Sektor angekommen und wird dann gleich, sage ich mal, die erste Duftnote hier setzen. Bisher sah das alles sehr ruhig, sehr entspannt aus, wie er das gemacht hat. Also keine großen Fehler eigentlich, rein optisch. Und jetzt sind wir mal gespannt, der biegt jetzt ein auf die Hauptgerade, auf die Startziel und sind wir mal gespannt, was er hier reinhämmert. Eine 1:54.463, also wie schon gesagt, das war schon so eine Zeit, die ich schon von ihm gesehen habe. Und Christian Wolf hat das schon getoppt mit einer 1:54.263. Also da ist eine Sekunde Unterschied und ich glaube, Nico Franken hat auch direkt zum nächsten 1,2 Sekunden sogar. Und da hat Nico Franken direkt schon weiter angesetzt zum nächsten. Und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo ist denn hier der Herr Tobi Mantai. Wo ich sage, der hat noch ein bisschen Zeit hier. Gucken wir mal weiter nach vorne. Heinz Braun hat das Ganze nochmal getoppt mit einer 1:54.039. Ich habe es ja gesagt, die 53er-Marke, die wird heute noch fallen. Und Heinz Braun auf jeden Fall im Z4 ganz stark unterwegs. Gefallen. Aber das wird noch kommen, das prophezeie ich einfach mal. Da spiele ich heute der SSR-Orakel. Was man mit sagen muss, im Motorsport zählt jeder einzelne Tausendstel. Und wir haben das auch schon häufiger mitbekommen, dass Leute in ihrer ersten schnellen Runde schon eine Top-Runde hinlegen, aber dann überhaupt nicht mehr rankommen.
Paradebeispiel war Donington Park mit Martin Ulrich gewesen. Der hatte in seiner ersten gezeiteten Runde sofort Platz 1 erobert mit einer Top-Runde, wo ein Daniel Abelmann, egal wie viele Runden er abgespult hat, nicht rankam. Aber es war wirklich verdammt knapp. Es war weniger als nur eine Zehntel gewesen. Und Martin Ulrich hatte Angst, dass man ihm noch den ersten Platz wegschnappt und hat nochmal viele Runden abgespult. Und keine einzigste Runde ist nochmal schneller mit gewesen. Ja, das heißt, es kann auch gut sein, dass Heinz Braun hier an der 54.039 hängen bleibt, dass er sich dann nicht nochmal verbessern kann. Das Phänomen ist bekannt, ja. Das Phänomen ist bekannt, also das kenne ich auch, dass man einfach dann bei der ersten Runde so unter Feuer ist, dass man dann die beste Runde hinknallt, die man da je gemacht hat. Und dann einfach nie wieder hinterherkommt, das glaube ich auch. Und da ist er gefallen, ich habe es ja gesagt, Christian Wolf, 1.53.893. Also es war zu erwarten, Heinz Braun damit auf den zweiten Platz zu verweisen. Und aktuell ist auf dem dritten Platz noch Franz Schulz mit einer 1.54.497, hat seinen Teamkollegen ausgestochen jetzt erstmal und fährt jetzt auch schon wieder auf die Startziel. Sind wir mal gespannt. Also Phoenix Motorsport muss sich hier nicht die Blöße geben. Und was holt er sich hier noch? Er hat sich verbessert, aber ist auf Platz 3 geblieben, meine 1.54.406. Und wo ist mein Favorit Tobi Mantai aktuell auf der 14 noch? Hat noch keine Zeit gesetzt, aber ist auf dem besten Weg dahin. Und Sven Krützfeld hat eine 1.55.2, ist jetzt noch in der Box, aber ich glaube, auch der wird nochmal rausfahren und nochmal sein Glück versuchen. Ja, Friedrich, wir dürfen uns aber auch nicht nur so auf die bekannteren Fahrer immer mit konzentrieren. Wenn ich jetzt mal schaue, Stefan Gruber, Patrick Drees, Olli Zotz, die kämpfen gerade so um ihre Plätze von 7 bis 9. Die sind eng beisammen. Und ich würde auch einfach mal sagen, wir gehen mal mit auf unsere Neuzugänge mit drauf, auf den Micha Josten oder auf den Toni Schramm. Das sind ja unsere neuesten Einsteiger hier in der Liga E. Und die möchten wir natürlich auch erstmal mit vorstellen. Ne? Genau, Micha Jost ist jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt Ziel. Hast du völlig recht. Micha Jost bisher mit der 1.59.135 noch. Aber das könnte er jetzt verbessern. Fährt ja auch einen Ruf, also Potenzial ist da. Und gucken wir uns das mal an. Ja, hat sich verbessert auf die 12 mit der 1.58.608. So, unser zweiter Neuzugang war der Toni Schramm, richtig? Richtig. Ja, da bin ich jetzt drauf. Ein Bentley. Dann wahrscheinlich von der Brotherhood of Iron, ne? Ist das so? Genau, so sieht's aus. Ganz also neu mit dazugekommen, heute auch sein Debütrennen mit. Ist auch ein guter Kollege von Jan Bö und Sven Krützfeld. Die beiden fahren ja auch schon eine ganze Zeit lang mit und zusammen. In einer vorher so einer anderen kleinen Just for Fun Meisterschaft, die somit ausgetragen sind und natürlich heute als kleiner Quereinsteiger in die laufende Saison dann doch schon von der Professionalität eine gewisse Steigerung. Das heißt, da ist heute schon ordentlich Druck mit auf seinen Schultern. Aber ich bin zuversichtlich, dass er das heute ganz gut meistern wird. Na, fürs erste Rennen ist auch die oberste Devise, erste Mal ins Ziel kommen und sich da an die neuen Gegner ein bisschen rantasten, mit beschnuppern, gucken, wie ticken die so, dass man dann in den kommenden Rennen sagen kann, okay, der Fahrer fährt die Linien immer so und so, da kann ich dort und dort attackieren. Das ist erstmal wichtig, dass man sich in dem neuen Umfeld zurechtfindet und sich umschaut, wie man, ja, wo attackieren kann. Hat auch jetzt eine 1.58.615 gesetzt, ist damit auf Platz 14. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld. Double-Fall starten, dann das ganze Startprozedere und dann halt allgemein, man muss sich da erstmal reinfinden. Also ich kenne das aus meiner Rookie-Saison natürlich noch. Also der Lernprozess ist sehr, sehr groß in der SSR und ich glaube auch da werden wir viel Fortschritt sehen. Und Tobi Mantai ist derweil auf Platz 3 mit einer 1.54.361, hat jetzt nochmal die Chance, seine Zeit zu verbessern. Ja, schafft er auch, bleibt aber auf Platz 3 mit einer 1.54.09. Und du hast es gesagt, es zählt hier jede Tausendstel. Heinz Braun ist davor mit einer 1.54.039, also so viel trennt die beiden nicht. Und beide wollen sich natürlich noch verbessern. Wobei Heinz Braun anscheinend auch schon einen kleinen Einschlag hatte, aber der Wagen sah, glaube ich, Standard nicht so aus.
Ich ergreife mal ganz kurz die Chance und begrüßen unsere neuen Zuschauer, die jetzt hier noch mit eingeschaltet haben. Das sind jetzt auf jeden Fall Oliver Schäfer hat sich mit zu Wort gemeldet. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Dann Angie ist mit dabei. AOL Ifu. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Dann Frank Karras, natürlich auch einer, der ist mit bekannt. Der ist in der letzten Saison noch mit den zwei Mädels, Stefanie Kreuzer und Nicole Harm, zusammengefahren. Dann Guido Lauer hat mit eingeschaltet. GTI 091, Schilpi Ross, auch wieder mit dabei. Dann Franziska ist auch mit am Start. Na, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Auch eine sehr, sehr treue Zuschauerin. Dann Jan Radke, den könnt ihr auf jeden Fall mal für die Zukunft viel Glück wünschen, weil der kandidiert aktuell für seinen Heimatort als Bürgermeister. Deswegen, ich drücke auf jeden Fall mit dir Daumen, dass es klappt, Jan, na, weil dann hast du auf jeden Fall schon mal ein Amt mit weiter inne. So, Jan Böhl ist auch mit dabei, Jens 198, Yoshi, ja, Manuel Weibert auch mit dazu geschaltet, Markus 97, René Zalfen ist mit dabei. Zugexperte BBG, das ist ein ganz, ganz neuer Zuschauer. Wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, auf jeden Fall schön, dass wieder die Leute so zahlreich mit zuschauen. Talario ist auch wieder mit dabei. Ja, derweil kann ich kurz mal vom Fahrerfeld verkünden. Hallo erstmal natürlich an alle neuen Zuschauer. Aber Patrick Drees hat sich auf die 7 gesetzt mit einer 1,55392. Also auf jeden Fall auch Patrick Drees. Wir erinnern uns, auch ein kleiner Unglücksrabe mal gewesen, gerade so, ich erinnere mich, Brands Hatch hat eine ganz böse Faust gehabt, da hat sie ihm das Auto zerlegt, also einige Male schon etwas Pech gehabt, aber kein schlechter Fahrer, bei dem ist immer wieder Potenzial zu sehen und ich glaube und ich hoffe natürlich, dass er sich hier noch in die 1,54er Zeiten vorarbeiten kann. Vorne, wie gesagt, alles beim Alten, Christian Wolf auf der 1, dahinter Heinz Braun auf der 2, auch der natürlich, glaube ich, die Rookie-Saison. Und auch der immer mal wieder Pech gehabt, aber hier ganz stark unterwegs, was sehr schön ist, dass man nicht nur Firestorm und Phoenix und die Brotherhood vorne ist, sondern auch mal einen Z4 hier vorne. Dann Tobi Manta auf der 3, Franz Schulz auf der 4, René Janke auf der 5, ja, wir haben es gesagt, hier die Z4s. Also die haben heute auf jeden Fall die Karten auf ihrer Seite und René Janke mit einer 1,55189 hätte jetzt nochmal die Chance, seine Zeit zu verbessern. Gucken wir uns mal das hier an. Bisher alles ganz schick gewesen und ja, hat die 54 geknackt, bleibt damit auf Platz 5, aber eine 1,54779, damit muss er sich nicht verstecken. Also sehr schön, dass hier mal ein bisschen durchgemischt wird. Und ich muss ja auch erstmal mit gestehen, der Heinz Braun, der überrascht mich heute schon wieder. Sein erstes Rennen, das er gefahren ist auf Brands Hatch, das war ja nicht so wirklich überzeugend gewesen. Ja. Das sah noch nicht so solide und sauber aus, da waren noch viele, viele Fehler mit dabei gewesen. Ja. Und die Position, die er damit eingefahren ist, war auch nicht gerade überzeugend. Da hatte ich an dem Abend ein bisschen mehr erwartet gehabt, aber die Routine kam dann mit rein in den kommenden Rennen, hat er sehr, sehr starke Performances mit abgeliefert und hat dann auch schon richtig gut Punkte jetzt mit eingefahren für Team Revolution. Das muss man schon mal sagen und heute genauso jetzt hier im Qualifying, na, kleiner Ausritt gerade gehabt. Aber trotzdem, Platz 2, das ist schon beeindruckend. Aber genau der Fall tritt aktuell bei Heinz Braun ein, den ich vorausprophezeit habe. In seiner ersten gezeiteten Runde haut er eine super geniale Zeit, eine richtige Top-Runde. Und jetzt fährt er Runde für Runde und er bekommt es nicht mehr hin, sich zu verbessern. Die einzelnen Sektoren, das ist immer so knapp auseinander. Das ist wirklich ein minimalistischer Plusbereich, in dem man sich mitbewegt. Auch René Janke überrascht mich und richtig. Ihr habt ihn ja auch schon in der letzten Saison ein bisschen mitverfolgt. Im Qualifying lief es auch immer recht gut, ne? Gesundes Mittelfeld. Aber jetzt gerade Dubai, eine sehr technisch anspruchsvolle Strecke, wo wir ja auch so ein hochkarätiges Fahrerfeld mit haben. Dass er sich auf Platz 5 platziert, na, also auch Daumen nach oben, gefällt mir richtig gut, René, dranbleiben. Ja, wir können ja mal zum Teamkollegen von René Janke, dem Stefan Grubert, beides Leute, gegen die ich letzte Saison gefahren bin. Und du hast es schon gesagt, René Janke, da hast du völlig recht, René Janke ist ein Top-Fahrer. Vielleicht manchmal hier und da ein bisschen Pech gehabt, aber ich glaube, der wird sich heute, also
Ich hoffe, er wird sich heute nicht die Butter vom Brot nehmen lassen hier. Stefan Gruber derweil ist noch ein bisschen hinter seinem Teamkollegen, aber ist auch, glaube ich, schon auf einer fliegenden Runde wieder. Und da jetzt hat er leider einen kleinen Fehler hier gehabt, ist sehr weit innen in dieser sehr schwierigen Kurve gekommen und da wird er vielleicht jetzt auch schon den Versuch abbrechen, weil es sich ja kaum noch lohnt. Aber wir gucken mal, hoffen wir mal, dass er noch ein bisschen weiter sich nach vorne arbeiten kann. Ja, vorne bleibt alles relativ gleich. Wir sehen das Fahrerfeld relativ dicht gepackt. 53er, 54er Zeiten. Dann auch noch 55er, die auch noch sehr respektabel sind auf der Strecke. Und ja, Olli Zotz. Ganz nebenbei, wir müssen jetzt auch mal noch mit beobachten. Wir haben jetzt nur noch knapp 4 Minuten und 20 Sekunden, 10 Sekunden, pardon. Und dann schon mal mit schauen, wer ist denn aktuell noch alles auf der Strecke, wer hat auch seine Runden noch mit zu Ende fahren, weil jetzt kommen wir gerade in die Schlussphase vom Qualifying mit rein. Absolut, das nicht vergessen. Absolut, das müssen wir auf jeden Fall aufpassen jetzt. Ja, Zoffer Racing mit Olli Zotz und wen haben wir? Micha Joosten. Die tun sich heute noch ein bisschen schwer. 1:56.532. Ja, also müssen wir beobachten, aber die haben bisher, ich glaube, die haben leichte Probleme mit dem Wagen, weil die kamen bisher immer nicht so gut zurecht. Die sind ja letztes Jahr noch als, ich glaube, als Gasmonkey-Team gefahren. Hatten da den AMG, haben sich da auch sehr schwer getan. Also ich glaube, die sind noch so ein bisschen in der Findungsphase. Aber da ist ja auch Liga F oder Liga E perfekt. Da kann man noch viel experimentieren. So, du hast völlig recht. Wir müssen jetzt langsam mal gucken, wer ist hier noch auf der Strecke. Wer kann hier noch fahren? René Janke also auf jeden Fall. Also Einspauen darf fahren. Definitiv noch eine, mindestens eine Runde fahren. Sogar noch eine zweite Runde. Rein weg von der Zeit jetzt gerechnet. Tobi Mantel genauso. Der darf die noch zu Ende fahren. Eine weitere mit ranhängen. Franz Schulz und Nico Franken sind noch mit in der Box. Ich würde auf jeden Fall schon mal den Nico Franken mit in die Party mit reinholen und da mal nachfragen. Der wird, glaube ich, heute ein bisschen enttäuscht sein, oder? Also du kannst ja mal ein bisschen Intel geben, wie waren seine Zeiten so im Training? Also ich weiß nicht. Also ich glaube, 8 hat er sich nicht unbedingt ausgemalt. Ja, ich muss sagen, Nico war heute schon ziemlich realistisch im Gespräch mit gewesen. Er hat gesagt, er sieht sich heute definitiv nicht weit vorne mit. Aber ich sag mal, mehr als Mut machen können wir natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass er seine Erwartungen erfüllt und dann nicht vielleicht doch weiter abrutscht, als es geplant ist. Aber das können wir ihm jetzt mal mit selber fragen. Mal gucken, ob er mit reinkommt, ob er denn Zeit und Lust hat. Er hat gerade rausgefahren. Na, lassen wir ihn jetzt nochmal. Ja, das wird aber knapp, wenn er jetzt noch rausgefahren ist. Also, das ja, dürfte er. Bleib du mal mit auf die anderen Fahrer mal mit drauf. Ich schau noch mal mit, ob das denn klappt. Also, Toni Schramm darf auf jeden Fall noch eine Runde fahren. Das sollte er schaffen bis dahin. Wenn nicht, sollte er vielleicht in eine andere Liga gehen. Aber doch, er schafft es. Oder? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ah, hier ist er. Okay, gut. Ja, aber das sollte er noch schaffen. So, gucken wir uns das hier mal an. Vor Olli Zotz. Na, wird es schon ein bisschen knapper. Tja, die Zeit vom Nico, die 1,54er, die wird dann wohl ungültig gewesen sein. Wir haben es ja mit gesagt, auf der Strecke muss man natürlich Safi mit ausnutzen, aber das ist dann auch wieder ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen Ausnutzen und Cutstrafe. Ja, also das ist immer, das ist immer wirklich ein ganz, ganz knappes Ding. Also hier ist wirklich Millimeterarbeit mitgefragt. Und wirklich da 1-2 Zentimeter zu weit innen drüber und dann kassiert man ratzfatz 5 Sekunden Tempolimit. Und gerade die letzten beiden Kurven, gerade die letzten drei Kurven, da riskierst du auch ganz schnell mal eine Cutstrafe, die dir die Zeit für die nächste Runde raubt. Also, Svenny Ostwind darf übrigens noch eine Runde fahren. Olli Zotz jetzt wahrscheinlich auch. Also da muss man, in den letzten beiden Kurven kann man sich ganz viel verbauen für die nächste Runde. Und muss da echt aufpassen. Ja, Olli Zotz gerade noch so über die Linie darf auch noch eine Runde fahren.
Nico Franken, das war's für darf Nico er auch Franken. noch fahren. Na, also ja, wir er sind darf jetzt noch Runde erst bei fahren, 20 ja, da hast du Minuten. recht. Das heißt, ja, Der es Rest. müssen jetzt rein. Der Mischa Josten muss danach auf jeden Fall rein. Das Svenny Ostwind genauso. Nee, Svenny Ostwind darf Johnny noch fahren. Schramm darf noch zu Ende also darf fahren. Jetzt rein, aber darf die Runde noch beenden. Er ist dann noch rechtzeitig über die Linie gekommen. Also, alle, die jetzt aktuell noch auf der Strecke unterwegs sind, dürfen die Runde noch mit beenden. Ja, vorläufig können wir erstmal Christian Wolf, der jetzt nochmal rausfährt, okay, können wir nochmal hier zeigen. Also, der ist heute die beste Runde mit einer 1:53.67 gefahren. Tobi Mantai haben wir verpasst auf der 2, also Team Firestorm heute die hier auf 1 und 2 mit einer 1:53.952. Heinz Braun, der Fall Hannibal hat sich bestätigt, also keine bessere Zeit hier mehr gefahren. Kleinen Moment, 1:54, ich bin gleich wieder da, 0, Entschuldigung. 3:09, alles klar. Franz Schulz währenddessen mit 4 Zehntel dahinter auf der 1:54.4. René Janke. Ein sehr starkes Ergebnis für René Janke. Ich glaube, da wird er sich freuen auf der 5 mit einer 1:54.779. Sven Krutzfeld, auch da finde ich für den Bentley ein sehr starkes Ergebnis. 1:55.2, aber hier zeigt sich schon der Unterschied. Also das sind schon die 5,50er Zeiten. Patrick Drees ist ein guter Fahrer. Ich kann mir vorstellen, dass er sich hier bessere Zeiten erhofft hat. Aber das müssen wir dann mal nach dem Rennen fragen. Auf der 7 mit einer 1:55.392. Nico Franken. Der darf noch zu Ende fahren, hat es jetzt aber abgebrochen. Auf der 8, weiß ich nicht, ob das so sein Wunschergebnis war mit einer 1:55.438, aber der, den kennen wir, der wird sich nach vorne arbeiten, da bin ich mir sicher. Auf der 9, der Olli Zotz mit einer 1:56, also die 56er Zeiten beginnen jetzt. Und auf der 10, der Marco von Hürth, unser Rookie hier, glaube ich, mit einer 1:56.81, also hier ganz auch doch mal zwischen 9 und 10, ganz knappes Ergebnis. Und jetzt hole ich Luft und lasse den Hannibal noch ein Interview führen, wenn du das noch tun möchtest. Ansonsten würde ich auch noch mal ganz kurz abdampfen und bin gleich wieder da. Ja, ich schaue einfach mal, ob denn der Nico Franken jetzt mal Lust hat, eventuell hier ein paar Worte mit zu verlieren. Ansonsten holen wir uns dann einfach den nächsten mit rein, einen von den Neuzugängen. Das ist natürlich dann auch kein Problem. Der Nico ist auf jeden Fall informiert worden. Wenn er nicht möchte, möchte er halt nicht. Ne? Gut, Micha Josten, holen wir uns erstmal den mit rein. Da machen wir da nochmal fix einen Platz mehr an die Party frei. So, ja, was haben wir denn jetzt hier im Chat noch eventuell Neues? Ja, Manuel, dass Friedrich quatschen kann bis zum Abwinken, das ist ja eigentlich schon weitestgehend bekannt. Ne? Ja, das aus den ja. vergangenen Streams. Also zwei Quasselstrippen jetzt hier zusammen in einer Party, müssen wir mal gucken, wie wir uns da arrangieren. Anweisung hat er auf jeden Fall schon bekommen, was er darf und was er nicht darf. Ja, so, wenn es irgendwann mal knallt, dann waren sie das. Josten erstmal eingeladen, mal gucken, ob der eventuell noch Lust hat, ein paar Worte mit zu verlieren zu dem Einstieg heute in unsere Liga. Ja, und Michael Schelling, moin, dass du auch wieder schön mit dabei bist. Ja, was war denn das jetzt mehr in Deutsch? Moin, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. So rum. Genau. Ja, Munddurchfall, ne? Also, kann ich so nicht bestätigen. So, ich mache derweil ein Foto. Man kann natürlich nichts sehen. Ah, ist doch schön längst gemacht. Für meine persönliche Galerie, ist doch klar. So, Nico Franken hat jetzt zu uns gefunden. Sehr schön. Moin, Nico. Moin. Ja, Platz 8 heute, 55,438. Wenn man das jetzt mal so vergleicht mit deinem Teamkollegen, ist nicht unbedingt so die Erwartung heute, oder? Danke, dir auch einen schönen Abend. Wie geht's? Nein, was soll ich sagen? Ich komme hier auf der Strecke nicht klar. Ich werde hier nicht warm. Franz, Bombenzeit gefahren, keine Frage. Ist hier sehr schnell unterwegs, der Rest auch.
Ja, keine Ahnung, was soll ich machen, ne? Ich kann ja nur meine Zeit absitzen und gleich meine Runden fahren. Konstant, womöglich. Kannst du also, uns wir haben heute schon mal gesehen, das erste Rennen, ne? Du hast ja so das Reifenproblem, denke ich, schon ganz gut in den Griff mitbekommen. Im zweiten Rennen, wo siehst du dich da ungefähr von der Platzierung? Was sind da so deine Erwartungen, deine Mindesterwartungen? Also ich finde realistisch, ich denke mal, heute ist über die Konstanz gesehen, vielleicht Platz 5 oder 6 drin für mich, aber das war's dann. Guten Abend. Also, Moin Micha, dich nehmen wir auch gleich mit dran. Nico, letzte kann ich noch kurz eine Frage an den Nico stellen? Ja, schieß los, schnell. Wie sieht's aus mit den Reifen? Was habt ihr da für Erwartungen? Also wie kommt ihr mit den Reifen auf der Strecke klar? Die frisst ja schon ein bisschen mehr. Ja, also die halten gerade so bei mir und beim Franz sieht's ein bisschen besser aus. Der wird heute eine schnellere Pace fahren, denke ich mal. Bei mir, ich fahre ziemlich aggressiv und mit der Strecke hier, die ich auch nicht so richtig kann, da hat mein Reifenlieferant, glaube ich, danach die Kündigung parat, aber egal. Ich fahre den Schlupfen jetzt kaputt und dann ist halt gut. Genau. So, wir wollen jetzt natürlich nochmal schnell den Micha Houston, weil wir müssen ja auch ein kleines bisschen mit auf die Uhr gucken. Auf jeden Fall danke dir, Nico, für deine 2 Minuten, die du Zeit für uns übrig hattest. Wir wünschen Erfolg. Dir auf jeden Fall viel Glück heute mit fürs Rennen. Na, richte auch liebe Grüße an den Franz mit aus und wir hören uns dann eventuell später nochmal wieder in der Party. Ja, so, ich glaube damit, nicht. Ciao. Danke. Damit gleich rüber zu Micha Houston, ganz, ganz neu bei uns in der SSR. Wie ist denn so das Bauchgefühl für heute, so für dein erstes Event bei uns? Ja, Bauchgefühl erstmal aufgeregt, ne? Ansonsten erstmal in Ruhe durchkommen und gucken, was am Ende rauskommt. Ja, ich bin jetzt gerade in der Quali nicht so an meine Zeit von gestern rangekommen, da war ich noch ein bisschen schneller, so 2 Sekunden, aber mal gucken. Wir schauen mal. Ja. Wie fühlst du dich denn überhaupt bei dir und deinem Team? Wie sind denn so die Kollegen? Ich fühle mich pudelwohl, also alle sehr nett und ja, man hilft sich natürlich, das ist nicht schlecht, wenn man jetzt noch nicht in allen Sachen natürlich so involviert ist, aber nö, passt, macht Spaß. Ja, freut uns, dass du dich mit wohlfühlst. Jetzt noch eine kurze Frage, bevor wir dich dann wieder rüber zu deinem Team schicken, weil es geht ja gleich los. Ja. Mit Platz 14, die 58.0, ist natürlich jetzt keine gute Ausgangslage, nee, aber wir sehen ja, dass das hintere Feld relativ dicht mit beisammen ist und wir wissen, das Rennen hat immer noch mal eine ganz, ganz andere Bedeutung. Wer ist denn da heute so ein bisschen dein Hauptgegner? Mit wem könntest du heute aus deiner Sicht konkurrieren auf der Strecke? Aus meiner Sicht, naja, ich würde mal sagen, so der Ostwind, Schramm, also alles, was auch so da hinten so ein bisschen mit angeordnet ist. Natürlich, im Rennen ist es nachher was anderes, aber ich probiere es, mal sehen. Wie gesagt, ich weiß, dass ich ein bisschen schneller kann von der Zeit her und ja, ich guck mal, was hinten rauskommt. Alles klar. Micha, jetzt geht die Uhr bei 1:40, damit du noch genug Zeit hast zur Vorbereitung aufs Rennen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch viel Glück für das Rennen heute. Ne? Alles klar, danke schön. Dass du da gleich für deinen Einstand ein paar wichtige Punkte mitsammelst. Auch einen lieben Gruß mit an deinen Teamkollegen. Wir halten euch auf jeden Fall mit die Daumen und wünschen dir viel Spaß. Danke, jetzt danke. Alles klar. Jetzt lass den Mann zurück. Spaß, lass den Mann zurück in sein Auto. Der muss fahren. Ja. So, wir wollen mal langsam den Daumen setzen, weil es ändert wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel, aber... Es bringt im Endeffekt gar nichts mehr, jetzt den Daumen zu setzen. Ja, da hast du völlig recht, dann bleiben wir mal hier, können Sie alle nochmal die Zeiten angucken. Deswegen so, dann sag mir mal ganz schnell deine Favoriten heute. Mit drauf, Friedrich. Sag mir mal ganz schnell deine Favoriten noch, bevor du hier aufbauen musst. Ja, was? Deine Favoriten, wen siehst du heute vorne? Meine Favoriten, ich sag heute, Tobi gewinnt, dann Christian Wolf auf 2, Franz Schulz auf 3. Okay, gut, dann sag ich muss es ja jetzt auch ein bisschen spannend machen. Ich sage Christian Wolf auf 1, Heinz Braun auf 2 und Tobi Mantai auf 3. Also, das ist ja, mein ist Tipp. Ist auch interessant. Ansonsten natürlich, Ich weiß ja, Steven Wolter guckt ja auch immer zu, um seine Jungs mit zu unterstützen. Steven, richte mal den Tobi aus, ne? Ich habe Wetten auf ihn platziert. Wenn er heute das Rennen nicht gewinnt, zumindest eins von beiden, ne, schuldet mir der Tobi 1.000 Euro.
Oh, okay, gut. Ich denke mal, das sollte genug Motivation sein, um heute mal auf Platz 1 zu fahren. Also wenn der Heinz Braun das Ding heute gewinnt, dann schicke ich ihm ein Bier. So, ich kann jetzt nicht mit 1000 Euro kommen, aber zumindest ein Bier wäre drin. Ansonsten kann der Chat so, natürlich gerne mal schreiben, hier, wen er heute hier vorne sieht und wem die Daumen gedrückt werden. Genau, du schwingst dich mal rein. Ich mache mich soweit im AMG-Start klar. Ja, Jens, es ist wie bei RTL, bloß bei uns kommt nicht nach 4 Runden direkt die Werbung. So, natürlich Pflicht heute. Genau, ganz wichtig, hatten wir auch schon Liga F den Fall, dass einige das leider ein bisschen vergessen haben. So, für alle, die neu sind, das ist das typische Startprozedere. Ich muss leider meinen Wagen hochjagen und Hannibal ist das Pace Car, er fährt dem Feld hinterher, kontrolliert quasi, ob die Geschwindigkeit eingehalten werden, dass das Double Fall funktioniert und derweil muss ich mich dann schnell in die Box verdrücken. Ist leider bei Project Cars 1 noch nötig, weil sonst gibt es leider Probleme mit dem Replay. Ein Follow und ein sonst was da lassen. Jetzt wird gefragt, ob der Stream down ist. Oh, ist der Stream down? Das kann aber jetzt nicht sein. Ich hoffe nicht. So, warte mal.